Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute im Hintergrund Modern Warfare 1. Mal wieder back to the roots, würde ich sagen. Aber ich möchte mich da heute gar nicht so drum kümmern, um das Gameplay. Ich muss auch mal schauen, ob das überhaupt ausreicht, aber sei es drum. Mein Thema heute, ich möchte das Video vom Montag ein bisschen nachbearbeiten, wie man auch immer dazu sagt. Ein bisschen analysieren. So, grundsätzlich haben mich jede Menge Nachrichten erreicht, wo ich gedacht habe, wow, verdammt geil, ihr seid richtig krass drauf. Ich hätte mit dem Gegenteil gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aktuell, wenn ich reinschaue, wir haben 630 Leute erreicht. Wow, Wahnsinn! Wenn ihr denkt, aktuell habe ich mit meinen Videos so, je nachdem wie es läuft, 100, vielleicht auch 150 Leute erreicht. Ist schon einiges mehr. Und auf diesen Punkt, genau auf diesen Punkt bin ich immer heiß. Das sagt viele, so die Freunde zum Beispiel. Ach, warum soll ich das teilen? Bringt ja sowieso nichts. Nee, jede einzelne Person hat jetzt zu diesem Video beigetragen, dass es so ein riesen Umfang für meine Verhältnisse macht. Das geht quer durch die Community und ich finde es klasse, richtig geil. Das heißt, jeder von euch kann sich da mal kurz auf die Schulter klopfen. Danke, wirklich danke. Nur so können wir was erreichen. Kleinvieh macht auch Mist, wie es so schön heißt. 74 Likes. Das hat mich mehr als stolz gemacht, weil ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich das Video bringen soll, weil ja, mit den einen oder anderen habe ich so lange Kontakt und man hat natürlich Respekt, aber man muss auch mal einfach quer stehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und durch die Like-Zahl habt ihr mir wirklich den Rücken mittlerweile gestärkt. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige mit der Meinung und dass ihr auch mir irgendwie durch diese Art eine Unterstützung gebt. Auch den einen oder anderen YouTuber ein bisschen in Bedrängnis drückt, finde ich klasse, weil wenn wir mal reinschauen, zum Beispiel der Bro oder der Commander Krieger haben auf dieses Video geantwortet. Und die meisten haben angefangen mit dem Satz, ich fühle mich angesprochen auf dieses Video. Grundsätzlich habe ich denen geantwortet, ich finde es nicht schlimm. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, möchte ich hier gar nicht mehr betonen. Ich werde auch keine Namen nennen, dazu aber nachher nochmal mehr. So. Warum? Hier könnt ihr sehen, egal wer sich angesprochen fühlt, jeder hinterfragt nochmal sein Tun. Ich finde es richtig gut, auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht schuld dran bin, aber ich mache mir Gedanken, wie gehe ich mit meiner Community um? Zocke ich sie ab? Wie behandle ich sie? Finde ich richtig klasse, weil, seien wir mal ehrlich, ohne uns, weil ich zähle mich da auch dazu, ich bin immer noch ein Abonnent. Ohne uns wären diese YouTuber nicht da, wo sie jetzt sind. Und gerade die Stammzuschauer, die muss ich hier, ihr wisst ja, hegen und pflegen. Ganz einfach. Und das Video hat so eine Menge Zuspruch bekommen, wo ich das Gefühl habe, den einen oder anderen doch in die Enge gedrückt zu haben. Und finde ich klasse. Wie sie da rauskommen, das bleibt ganz klar deren Entscheidung. Entweder sie sagen, bisher habe ich alles richtig gemacht, dann haben sie halt irgendwann früher oder später ein Problem. Und wenn nicht, für meine Verhältnisse muss ich sagen, ich möchte denen irgendwo einen Weg zeigen und sagen, ich bin ein treuer Weggefährte bisher, aber ich möchte hier irgendwo langsam eine Veränderung sehen. Und wenn nicht, dann müssen wir getrennte Wege gehen, was ich eigentlich schade finde. So. Dann habe ich durch dieses Video 30 neue Abonnenten bekommen. Herzlich willkommen und vielen Dank. Ich möchte, glaube ich, in Zukunft mehr solche ernstere Themen ansprechen, weil ich glaube, es muss einfach ab und zu mal sein. Dann möchte ich noch dazu sagen, ich habe eine Menge Nachrichten bekommen. Wer war das? Ich soll Namen nennen. Ich werde keine Namen nennen. Warum? Weil ich immer so einer bin, ich möchte das Thema sachlich diskutieren und nur auf der Sachebene behandeln. Sobald ich einen Namen reinbringe, könnt ihr mir das, kann ich euch das schriftlich geben, dass es abdriftet in etwas Widerliches. Weil
Viele fühlen sich dann beleidigt oder ihren Schützling angegriffen und müssen automatisch ihn verteidigen, was ich von Grundsatz her gar nicht schlimm finde. Aber es funktioniert nicht mit diesen Kiddies und das seht ihr aktuell auf dem Toddy sein Video. Er hat einen Marcel Scorpion angegriffen und was passiert? Die Leute eskalieren und beleidigen unter den Kommentaren. Und genau das möchte ich nicht. Erstens, weil YouTube für mich ein Hobby ist, es soll mir Spaß bringen. Und solche Kommentare machen einem keinen Spaß, ganz einfach. Und wie gesagt, ich möchte das einfach sachlich diskutieren, das Thema. Deswegen wird es von mir aus da keine Namen geben. Dann haben mich jede Menge Nachrichten erreicht, die festgestellt haben, ja, mein YouTube-Star verhält sich auch so. Und es haben viele nicht hinterrücks, aber in einer Gruppe drüber diskutiert. Wie läuft es so? Wir haben das früher schon festgestellt, aber bisher immer Stillschweigen bewahrt. Ich finde es gut, dass jetzt vielleicht die einen oder anderen mal was drüber sagen. Das war mein Ziel. Jeder einfach einen Teil dazu beitragen, weil wir wollen denjenigen nicht wegekeln. Das möchte ich hier nochmal klar und deutlich betonen, sondern wir sind nicht umsonst 5 Jahre, was mich jetzt betrifft, Abonnent von einem. Sondern ich möchte einfach mit demjenigen weiter den Weg gehen, so wie es bisher war, aber wie es aktuell abläuft, möchte ich so nicht mehr akzeptieren. Und da bin ich dann auch nicht bereit, denjenigen zu unterstützen. Sollte der oder diejenigen sich da ändern. Ich würde es willkommen heißen, wirklich Freunde. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen bin ich mehr als zufrieden mit diesem Video. Ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe und dass ihr mir so den Rücken gestärkt habt. Vielen Dank nochmal und wie gesagt, teilt es gerne auf Facebook, auf Twitter, eskaliert richtig und es wäre cool, wenn wir da noch jede Menge mehr erreichen würden. Und in dem Sinn würde ich sagen, vielen Dank euch nochmal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Yogi. Ciao.